So, da sind wir wieder und willkommen zurück in Ferelden. Ja, wir haben jetzt das Turnier gewonnen, mit Dagna gesprochen und reden jetzt mit Herrmond. Ich schätze eure Taten, Wächter, und entschuldige mich dafür, jemand euren Ranges derlei Prüfungen zu unterziehen. Ich bin Lord Parol Harrowmont und danke euch für eure Bemühungen, mir beim Erhalt von König Andrins Thron zu helfen. Ihr gebt mir also meine Truppen? Die Bedrohung der Oberfläche durch die dunkle Brut ist schwer einzusehen, wenn sie sich gleichzeitig von unseren Toren zurückziehen. Letztlich entscheidet die Versammlung über die Entsendung von Truppen. Und wenn sie keinen Bürgerkrieg mehr fürchtet, hat sie keinen Grund, diese zu verweigern. Wenn meine Unterstützung etwas bewegen soll, muss ich König sein. Und derzeit sehe ich keinen sicheren Weg, das zu erreichen. Okay. Habt ihr von einer Frau namens Javia gehört und der kriminellen Kater, die sie anführt? Ja. Die Bande der Kastenlosen auf jeden Fall. Die Versammlung erhält täglich Anfragen aus dem Volk, ob man nicht etwas gegen sie unternehmen könne. Bisher hat es noch niemand geschafft. Ihr wisst besser als ich, wie sich die Kastenlosen in der Stadt des Staubs vor der Regierungsmacht verstecken. Ich hatte auf eure Kontakte von früher gehofft, um Javia zu finden. Ja, aber eines noch. Meine Schwester ist Belens Konkubine, wenn ihr König werdet. Eure Schwester? Ich verstehe. Das ist mir neu. Was mit ihr geschieht, ist die Entscheidung des Hauses Eduken. Aber ich verspreche, dass ich nichts tun werde, um ihr zu schaden. Sehr schön. Ich werde mich um Javia kümmern. Macht euch bereit, mir gegen die Verderbnis beizustehen. Falls ihr das tut und ich auf den Thron komme, werde ich erst ruhen, wenn die Versammlung die Entsendung eurer Truppen genehmigt hat. Sucht Javia in der Stadt des Staubs. Tut, was nötig ist, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Alles klar. So, Zugang zu Javias Versteck. So, das machen wir, denke ich mal, ab dem nächsten Part. In diesem Part geht es mal kurz zurück zum Zirkel der Magie, würde ich sagen. Weil Wynn vermisst ja sowas von ihre, ja, Freunde aus dem Zirkel. Oh, ein Ratserlass. Da oben. Was macht ein Ratserlass da oben? Hä? So, neue Quest. Neue Questschlüssel zur Stadt. So. Das Verständnis für die Gesellschaft Osamas hat ein Lager Diplomaten offenbart, das den Vertretern der Versammlung offen steht. Okay. Wird erledigt. Ich verstehe das jetzt zwar nicht, aber in Ordnung. Also, was das jetzt mit dieser Quest auf sich hat. Aber nun ja, was soll's. Ich warte eigentlich immer noch auf so einen Hinterhalt. So. Halle der Helden, ja, darf ich bitten. Weil, ehe ich diese Quest vergesse, weil es gibt, denke ich mal, noch ein paar mehr Quests als diese hier, diese kleine. Und, ja, mal schauen. Was sich jetzt daraus ergibt. Der Zwergen... Wynn? Schlotter. Ja, Alistair? Mein Hemd hat ein Loch. Für einen Aha. Alten Mann und? Etwas... Könnt ihr es flicken, wenn wir wieder im Lager sind? Könnt ihr eure Kleidung nicht selbst flicken? Warum muss ich das machen? Weil ich manchmal den Stoff zu sehr raffe, sich dann alles verzieht und es am Ende einfach furchtbar aussieht. Und ihr seid, nun ja, großmütterlich. Und Großmütter machen so etwas doch, oder nicht? Socken stopfen und dergleichen.
Soll ich etwa der dunklen Brut mit einem durchlöcherten Hemd gegenübertreten? Das Loch wird dann womöglich größer. Oder ich könnte mich erkälten. Also schön. Ich flicke euer Hemd, wenn wir das nächste Mal lagern. Oh, und wenn ihr schon dabei seid, die Ellenbogen könnten auch ein Flicken vertragen. Vorsicht, junger Mann. Oder verzogene Kleidungsstücke sind das geringste eurer Probleme. Ja, saubere Kleidung ist in Ferelden gang und gäbe. Selbst in der Schlacht. So, Map. So, Weltkarte. Orsamer, nein. Zirkel der Magi war das. Genau so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie so ein kleiner Flitzebogen, ob wir in einen Hinterhalt stratzen oder nicht. Na? Sehr schön, so. Und, oh, ein Quartiermeister. Hast du was für uns? Ihr habt die Abscheulichkeiten alle vernichtet. Unfassbar. Ja, jetzt braucht ihr sicher Nachschub, oder nicht? Also gut, handeln wir. So, was hast du denn Schönes für uns? Nee. Buch der Arkham-Methodik. Nee. Ja, hast du kein... Der hat kein Zeug für uns. Komisch. So, SFH-Zauberer Irwin. Willkommen zurück. Es wird euch freuen zu hören, dass der Wiederaufbau des Zirkels gut voranschreitet. Ja, und? Wird der Zirkel für seinen Kampf... Nee, Dagner aus Orsamer möchte die Magie studieren. Orsamer? Wirklich? Ihr habt meine Neugier geweckt. Es ist allgemein bekannt, dass Zwergen die Begabung zur Magie fehlt. Sie wird selbst die einfachsten Zauber niemals beherrschen, so sehr sie sich auch anstrengt. Das macht sicher nichts. Sie will einfach nur lernen. Das ist ihr bewusst, aber ihr Interesse ist nicht erloschen. Faszinierend. Da sollte sich der Zirkel wohl geschmeichelt fühlen. Sie ist bereit, dafür Kaste und Clan aufzugeben. Verstehe. Wenn sie so viel dafür opfert, dann sollten wir uns geehrt fühlen. Sagt Dagner aus Orsamar, dass dieser Weg nicht leicht ist. Aber wenn sie ihn beschreiten möchte, ist sie hier im Zirkel willkommen. Sie wird mit den Besänftigten leben und lernen. Und später mit den Schülern, wenn sie sich eignet. Danke euch, erster Verzauberer. Wenn der Zirkel nur in besserem Zustand wäre. Vielleicht ist sie ja enttäuscht, wenn sie kommt. Mag sein, aber es ist ihre Entscheidung. Das wird sicher interessant. Sie kann uns viel über unsere Zwergennachbarn erzählen. Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass es mit dem Zirkel langsam wieder bergauf geht. Seid bedankt. Jo. Vergib mir, aber ich muss nun gehen. Alles Gute. Ihr seid hier immer willkommen. Gerne doch. So, Weltkarte. Und nach Orsamer bitte. Um dies Dagner direkt zu sagen. Na, Hinterhalt. Und... Na? So schwer kann das doch nicht sein, einen Hinterhalt zu laden. So, Geräusch ist aufgeploppt. Kampfsymbol, sehr schön. Kann aber auch sein, dass es kein Hinterhalt ist. Würdest du vielleicht mal aufhören zu essen? Weggehen und ihre
armselige Falle gekonnt umgehen. Weg zurück geht, gibt's nicht, so. Nein. Denn eventuell... Hier ist ein Weg eingezeichnet, aber da geht nicht, oder was? So. Eine Falle, direkt vor uns. Oh mein Gott, eine Falle direkt vor uns. So. Räuberbarrikade, so. Barrikade, Barrikade. Eine Falle, direkt vor uns. So, dann mal kurz abspeichern. So, die Falle auch noch. Okay, da geht es nicht durch. Oder doch? Ach, die Barrikade kann ich kaputt hauen. Sehr schön. So. Irgendwo ist ein Ausgang. Ja, da ist die Weltkarte. Sehr schön. Eine Falle. Direkt vor uns. Ja, da ist die Falle. Sehr schön. Ich hoffe mal, die Räuber sehen uns jetzt nicht. Wenn doch, sind wir gearscht. So, und weiter zum... nach Orsama. Ja, Gruppe sammeln und weiterziehen. So. Welch eine armselige Falle. So, hätte ich jetzt etwas mehr Zeit. Sind ja noch 9 Minuten ungefähr. Ja, würde ich auch auf die Quest eingehen, also auf dieses Gebiet eingehen, nur ich lasse es lieber. So. Oh, sag mal. Hauptmann der Wache, yay. So. Dagna. Oh, nee. Bienenfanatiker, so. Dagna? Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurückzureisen? Oh, bitte, was haben Sie gesagt? Der erste Verzauberer Irving nimmt euch als Schülerin auf. Die Ahnen segnen euch, ich kann's nicht glauben! Einen Beobachter der Zwerge gab es im Zirkel seit Ureldon im 13. Jahrhundert nicht mehr. Ich muss packen. Nein, meine Eltern würden nur misstrauisch. Ich muss gehen. Soll ich etwas mitbringen? Bücher? Schulgeld? Ein kleines Zeichen eurer Dankbarkeit wäre nett. Natürlich, eine Belohnung. Ich habe gerade etwas Lyrium aus dem Lager geholt. Reicht das? Ja. Ich habe eine Lyrium-Rune, die in jede Waffe eingesetzt werden kann. Oder Serum, wie es Magier benutzen. Was ist euch lieber? Ich nehme das Serum. Bitte sehr. Ich hoffe, das reicht als Dank. Ich werde euch das nie vergessen. Wenn ihr je wieder zum Zirkel kommt, sehen wir uns ja vielleicht. Ich denke schon. Na? So, Quest absolviert war es, glaube ich, oder? So, Hoffnung, Vertrauen, Lords. Zugang zu Javis Versteck. Dein erhöhtes Verständnis. Map. Nee. So, denn... Der Wächter... So, Beamfanatiker, Hallöchen. Ja, so. Das wird Belen nicht zulassen. Buja. Ja.
Sehr schön, ich habe ein Level Up. Unser! Es wird keine Gnade geben! Ja? So? Jetzt hast du ein Problem! So? Wird erledigt! Sehr schön. So, Liliana, was kannst du noch Schönes machen? Auf den losgehen. Na? Haben wir's? Ja, wir haben's. Sehr schön. So. Ein BM-Fanatiker mit 13 Silber und 76 Kupfer. So, der nächste BM-Fanatiker hat was? Na? 14 Silber, sehr schön. Und du hast? Einen Froststein, sehr schön. Und du hast? Ja, natürlich. Geld und dieser BM-Fanatiker hat auch Geld. Sehr schön, so. Denn nochmal kurz den guten Kumpel in der Kirche besuchen. Wird erledigt. So, und ich glaube, Bruder Burke, so. Willkommen. Das hier wird schon bald Orsamas erste Kirche sein. Der Gesang des Lichts wird alle Ecken der Welt erreichen. Ich hoffe doch. Wir werden niemals vergessen, wer das möglich gemacht hat. Gut, ich erwarte eine Gedenktafel an der Tür. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, so gemein kann auch nur ich sein. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich würde mal... So, weiter. Was brauche ich denn in... Doppelt, so, benötigt Level 14. So, Berserker, Widerstandsfähigkeit, passiv. Ja, sehr schön. So. Dann würde ich mal sagen, Klugheit ein bisschen. Klugheit, Charakter und Fähigkeiten wie Kräutersammel, Kampftaktiken, Song, Klassenfertigkeiten, Stärke, alles wie mehr Raffinesse, Beobachtung, Gegner abhängen. So, Willenskraft. War das jetzt Konstitution oder Stärke? Nee, Stärke war 40. Das hatte ich ausgeschöpft. Willenskraft war jetzt was. So, da würde ich mal sagen, hier ein bisschen mehr in die Kraftreserve und Widerstandsfähigkeit. Der Berserker kann die Macht seines Zorns jetzt besser lenken und erhält dadurch einen Bonus auf Gesundheitsregeneration. Sobald Kampfrausch aktiv ist, zusätzlich erhält er einen generellen Bonus auf Naturresistenz. So, sehr schön. So, Win, was hast du jetzt auf Lager? Stärke, nein, Geschicklichkeit, nein, Willenskraft auch nicht. Magie? Ja. Und Konstitution wäre nicht schlecht. So. Weiter. Geistheiler. Lebenswächter. Nein. Benötigt 30 Magie. So, da gehe ich doch mal auf die Magie zu. So. Das dauert jetzt etwas noch. Schade. So, denn die verbesserte. Weiter. Aber ich kann Frostwaffen verwenden. Sehr schön. So. An der Stelle, wenn wir draußen sind, falls wir denn draußen sind, nicht, dass mein Spiel dann abschmiert, werde ich denn den Part für heute beenden. Genau. So, das war's dann wieder mit Dragon Age Origins. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen.